Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mittlerweile Folge 13. Heute nehmen wir euch mit in eine Schule. Bleibt dran und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Überreste des ehemaligen Friedrich-Ratze-Gymnasiums. Das Friedrich-Ratze-Gymnasium wurde im Wohnkomplex 8 in Leipzig-Grünau errichtet und da fangen wir am besten mal beim Urschleim an, wer Grünau nicht kennt. Wer aus Leipzig kommt, wird Grünau auf jeden Fall kennen. Grünau ist ein westlicher Stadtteil und bis heute der bevölkerungsreichste Stadtteil der Stadt Leipzig. Grünau ist eine Plattenbausiedlung, eine Großplattenbausiedlung, wie man es teilweise auch lesen kann, und auch die größte in ganz Sachsen. Vergleichbares von dieser Größe findet man nur in Berlin oder auch in Halle-Neustadt. Dort sind die Plattenbausiedlungen auch riesig groß. Einen so großen, planmäßig angelegten Stadtteil konnte man natürlich nicht von heute auf morgen errichten und so begann man ab 1976 mit dem Bau dieses Stadtteils, der in Wohnkomplexe aufgeteilt wurde, also man könnte sagen in Etappen wurde das Ganze angelegt. Von diesen Etappen gab es 8 Stück und der letzte, der 8., ist auch dieser, welcher, wo sich das Friedrich-Ratze-Gymnasium befindet. Mit dem Bau des WK8 wurde 1983, also nur 6 Jahre vor dem Ende der DDR, begonnen. Also gehen wir davon aus, dass die Schule etwa 85, 86 hier eingeweiht wurde und dann auch in den Schulbetrieb überging. Allerdings hieß die Schule damals nicht Friedrich-Ratze-Gymnasium, denn in alter DDR-Manier war es natürlich eine polytechnische Oberschule bzw. 2, denn es handelt sich ja hierbei um 2 identisch leicht zueinander versetzt, trotzdem parallel stehender Gebäude, die als polytechnische Oberschule in den Schulbetrieb übergingen und die erhielten natürlich auch wieder einen Beinamen. Wir haben also zum einen die polytechnische Oberschule 97 mit dem Beinamen Huari Bumadine und die 98. polytechnische Oberschule erhielt den Beinamen Werner Lamberts. Mit dem Ende der DDR und dem Ende vieler Betriebe zogen natürlich auch viele Leute weg aus Leipzig und vor allem auch aus Grünau. Zu Hochzeiten verlor Grünau von seinen ursprünglich geplanten 100.000 Einwohnern, die es übrigens nie erreichte. Hochzeiten gaben nach Rechnung zufolge an, dass man hier 74.000 Menschen zählte. Man verlor bis Ende der 1990er Jahre etwa 47% seiner Einwohner und das hielt bis in die 2010er Jahre an, wo man zwischenzeitlich dann nur noch um die 40.000 Einwohner zählte. Dabei ist Grünau kein schlechter Stadtteil, denn man hat in Grünau ziemlich viel. Gerade Infrastruktur wurde hier mehr als in anderen Stadtteilen gefördert. Man hatte Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Bibliotheken, man hatte natürlich auch Ärzte, Nahverkehr, egal ob Straßenbahn, Bus, sogar die S-Bahn-Linie wurde hier extra angelegt. Man hatte hier alle Möglichkeiten und trotzdem zogen die Menschen hier raus, weil man wahrscheinlich einfach nichts für die Sanierung tat. Manche Gebäude waren teilweise 25, 30 Jahre alt. Und es war teilweise kalt und der Standard war ja halt 80er Jahre und man steuerte auf die 2000er zu und es tat sich nichts. Entsprechend, wenn Menschen wegziehen, ziehen auch die Kinder weg und so kam es dazu, dass ohne Kinder auch die Schulen schließen mussten und eine der ersten Schulen war die 99. Mittelschule, an die ich mich sehr gut erinnern kann, denn auch ich habe in Grünau einen Teil meines Lebens verbracht und nur 2-3 Jahre später folgte hier das Friedrich-Ratze-Gymnasium, welches ab 1991 dann auch unter Friedrich-Ratze-Gymnasium lief, denn ab dieser Zeit, ab den 1990er Jahren, konnte dann auch jeder sein Abitur machen. Mit Ende des Schuljahres 2003 wurde dann der Schulbetrieb
für das Gymnasium eingestellt. In eines der Gebäude, in das Gebäude der Polytechnischen Oberschule 98, also das hier gezeigte im Video, zog dann das BSZ 10 ein, die das Gebäude ein Jahr nutzten, allerdings bloß übergangsweise. Wahrscheinlich, wo das alte Gebäude oder den ihr altes Gebäude saniert wurde. Man konnte aber hier die Kapazität dieser riesigen Plattenbauten nicht füllen und somit ist man nach einem Jahr wieder ausgezogen. Der Zustand war hier richtig gut. Wir konnten alles Mögliche an Malereien zu den verschiedenen Unterrichtsräumen noch erkennen und das seht ihr hier auch in den Videos ganz gut. Wir blenden euch jetzt noch eine ganze Menge Bilder ein, denn wir haben hier etwa 300 Bilder geschossen. Wer vielleicht hier zur Schule gegangen ist, kann uns ja mal einen netten Kommentar drunter setzen. Es gab viele Malereien, wie ich schon erwähnt habe, zu allen möglichen Themen, Musik, Biologie, Physik, Geografie, Chemie und auch andere Malereien, die den tristen Schulalltag ein bisschen erleichtern sollten. Leider war so gut wie das Gebäude, das andere Gebäude nicht. Hier hatte man immer wieder versucht, Sachen in Brand zu stecken. Es kam immer wieder zu Feuerwehreinsätzen, wo man Vorhänge in Brand steckte oder Türen sowie Tafeln. Oder einfach auch schlichtweg Unrat. Man entsorgte hier drin seinen Müll. Viele Scheiben sind zu Bruch gegangen und kaum eine Tür war noch ganz. Aber das hat ja zum Glück ein Ende, denn beide Gebäude sind heute meines Wissens her komplett saniert. Es entstand hier eine Förderschule und eine Grundschule, denn ab den 2010er Jahren steigt die Zahl der Einwohner wieder in Leipzig-Grünau, was sehr positiv ist und natürlich auch zur positiven Entwicklung beiträgt und so wird dieses Gebäude hier nicht abgerissen, sondern bleibt erhalten und wird auch wieder als Schule genutzt. Das soll es dann auch gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Malereien von euch oder von Freunden wiedererkennt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da oder einen Kommentar oder beides am besten. Schaut auf unseren Kanal, dort findet ihr noch viel mehr. Ich verabschiede mich für heute. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und ciao!